Friedrich Gulder zählt zu den großen Pianisten des letzten Jahrhunderts. Ein genuiner Mozart-Interpret, der sich auch meisterhaft auf Bach, Debussy und Ravel verstand, wie man in zahlreichen hochgerühmten Einspielungen nachhören kann. Unübertroffen auch seine brillante Darstellung des Solo-Parts der Burleske von Richard Strauss. Vor allem aber war der 1930 in Wien geborene Friedrich Gulder, der 1956 als jüngster Teilnehmer den renommierten Genfer Klavierwettbewerb für sich entscheiden konnte, ein Beethoven-Interpret par excellence. Schon mit 16 Jahren beherrschte er alle 32 Klaviersonaten, die er später dreimal eingespielt hat. Bis heute sind diese im Detail unterschiedlichen Aufnahmen ein Maßstab für alle, die sich mit diesem Repertoire auseinandersetzen. Gulders Interesse für Beethoven beschränkte sich freilich nicht auf die Klaviersonaten und die Klavierkonzerte. Mit Bläsern der Wiener Philharmoniker legte er eine maßstäbliche Aufnahme des Klavierquintetts vor, mit Ruggero Ricci spielte er einige Violinsonaten ein und mit dem von ihm hochverehrten, für seinen kantablen Ton und die unvergleichliche Eleganz seines Spiels weltweit geschätzten Pierre Fournier Beethovens Gesamtwerk für Violoncello und Klavier. Werke von konzertantem Anspruch, die nach gleichwertigen Partien verlangen. Und sie sind mit dem großen Aristokraten unter den Cellisten seiner Zeit und dem stets mit pointierter Spielfreude, unaufdringlicher Brillanz und stupendem Stilgefühl aufwartenden Pianisten in den allerbesten Händen. Denn ihre Interpretation vereint exemplarisch analytische Klarheit mit mitreißender Musikalität. Sie besticht durch eloquente Phrasierung, ein untrügliches Gespür für Tempi und Übergänge und nicht zuletzt durch ein Zusammenspiel, wie es präziser und inspirierter nicht denkbar ist. Entstanden ist diese herausragende Produktion mit dem damals 53-jährigen französischen Cellisten und dem 29-jährigen österreichischen Pianisten im Juni 1959 im Wiener Musikverein. Eine Jahrhundertaufnahme.